Was geht ab, meine lieben Freunde, und ein herzliches Willkommen zurück hier zu einer neuen Folge von Gothic 2, die Nacht des Raben. Ja, meine lieben Freunde, wir sind das letzte Mal hier bei der Kaserne stehen geblieben, da wir bei Lord Andri Geld bezahlen mussten, weil wir angeblich ein Dieb sind. Und damit wir nicht mehr verfolgt werden und wir auch wieder ins obere Viertel kommen können. Ja, meine Freunde, wir sind das letzte Mal ins Kapitel 3 gestartet und haben Diego hier in der Stadt getroffen, und das habe ich ja überhaupt nicht toll gefunden. Da dachte ich mir so, ich will Diego immer aus dem Minental in diesen Kapitel bringen, und dann sehe ich ihn da schon selber stehen und denke ich mir so, nein, das wollte ich eigentlich machen. Warum kommst du jetzt von alleine hier? Also habe ich mir gedacht, dass wir das einmal nachspielen. Also übrigens, ne, wenn ihr jetzt noch genau wissen wollt, was letzte Folge passiert ist, dann drückt hier gerne oben einmal auf die Infokarte, dann könnt ihr euch die letzte Folge ansehen, wie wir natürlich ins dritte Kapitel gekommen sind. Und ja, meine Freunde, die Idee ist jetzt so, dass wir das halt die Fresse. Danke, bitte, nein, halt die... Wir gehen eben auf die Seite. So, jetzt ist es ein bisschen leiser. Könnt ihr mich auch besser verstehen. Gut. Ich möchte Diego rausholen. Das habe ich als Militärsoldat gemacht. Das werde ich jetzt auch machen. Also werdet ihr gleich erstmal ins Intro springen und dann werden wir uns gleich auf eine kleine Zeitreise begeben. Also bleibt dran und bis gleich. So lange, meine Freundinnen und Freunde. Also, wie gesagt, wir werden uns jetzt eine kleine Zeitreise begeben. Wir werden nämlich jetzt gleich zu Diego gehen und ihn einmal retten, den Guten. Und damit, meine lieben Freunde, wird jetzt ein kleiner Knopfdruck passieren und dann sehen wir uns gleich bei Diego wieder. So, meine lieben Freunde, dann sind wir auch schon wieder hier bei Diego und den Guten können wir jetzt, genau, können wir jetzt auch mal sagen, dass er mit uns zusammengehen will, denn ja, wir haben es soweit ja nicht gemacht. Lass uns zusammengehen. Zum Pass? Warum nicht? Geh du voran, du kommst ja gerade von dort. Aber lass dir nicht einfallen, zu nah an die Burg oder den Orkwall zu gehen. Außerdem sollten wir alle befestigten Lager der Paladine meiden. Ich bin gerade aus einem entkommen und habe keine Lust, wieder in einer der Minen schuften zu müssen. Und dass wir nicht in die Nähe eines Drachens gehen, versteht sich wohl von selbst. Wenn du bereit bist, sag es mir. Ja. Komm mit. Komm mit. Alles klar. Sehr schön. So, jetzt können wir da aber locker flockig mit Diego losgehen. Ja, einmal unsere Klinge... Klaue Belias einsetzen, ne? Die Klaue Belias, genau. Genau, die Klaue einmal aufsetzen. Nicht aufsetzen, sondern anlegen. Damit wir da einmal locker flockig jetzt durchgehen können. So. Gut. Dann geht das auch schon los hier mit Orks und Aal Pipapo. Genau, wir wollen jetzt nur Diego jetzt befreien. Oh. Sehr schön. Gut, wunderbar. Haben wir die ersten Orks hier schon besiegt? Perfekt. So, das heißt aber eher nicht, dass wir hier jetzt uns ausruhen können. Weil da hinten kommen ja noch eine mindestens neun Orks. Müssen wir noch mindestens besiegen. Die Blutfliege habe ich schon ausgenommen. So, dann kommen hier noch ein paar. So, den Wag nehme ich auch schon mal mit. Und den nehme ich auch gerne mit. Wenn Diego dann gleich sogar schon mitkämpft.
Sehr schön. So, jetzt können wir mal speichern, weil, genau. Weil da Orks sich tummeln. Sogar 3 Stück. Und ich kümmere mich erstmal um die... Ja, da hat sich ja tatsächlich... Diego tatsächlich gerade... Lockerflockig hat sich Diego um den Orkschaman gekümmert. Den hat er als erstes genommen, das ist sehr schön. Das ist eigentlich relativ entspannt. Na, speichern, bevor wir hier irgendwas machen. Sehr schön, das sind dann die Orks gewesen. Das läuft ja hier alles wie geschmiert. Als würde ich hier ein heißes Messer durch Butter gehen. So geschmiert, ja. Ist ja nicht geschmiert, das ist einfach nur heiß. Ein heißes Messer durch kalte Butter, ja gut, das kann man auch so noch gerade so sagen, ne? Aber man könnte auch sagen, heißes Messer durch was... Oh, geht schlafen, ihr scheiß Mistviecher. Genau, so wie es Diego schon sagte. Ein Mistvieh weniger. Den ganzen Snapper immer mit. So. Allen und Zähne kann man immer gebrauchen. Weiß. Diese alte Grabstätte ist mir nicht geheuer. Lass uns lieber drum herum gehen. Ja. Warum habe ich eigentlich... Warum ist mein Bogen nicht angelegt? Schon Kompositbogen. Okay. Bin ich so gut wie Diego. Müsste ich ja noch mal was ein bisschen im Bogenschießen verbessern. So, jetzt können wir ruhig weitergehen, Diego. Ich wollte den Snapper noch haben. Hm? Danke. Gut. Dann können wir uns jetzt hier drum kümmern. Eine Blutfliege. Ein Wag. Das ist viel weniger. So, oh, sehr schön. Diego kommt, sehr schön. Also das läuft hier alles besser als, ja, als Feuermagier oder als Militär da. Als Militär sind wir mindestens einmal gestorben. Die kleinen Goblins sind keine Probleme. Ein bisschen weniger. Okay. Nein, nicht springen. Hör auf zu springen, verdammt nochmal. So, sehr schön. Perfekt. So, jetzt müssen wir aber noch einmal das Spiel... Wir speichern das Spiel noch einmal. Weil da kommt ja jetzt nochmal ein paar Orks. So 3 Stück. So an nur um den Dreh waren das so 3 Stück, ne? Die müssen wir noch einmal besiegen. Und, noch einfacher ging es ja wirklich nicht. Unglaublich. Ja gut, wir haben ein bisschen Schaden erlitten. Aber der ist noch hinnehmbar. Deswegen einmal ein paar Heiltränke trinken. Dann machen wir jetzt noch den Wag da. Platt. Das ist ja nicht mehr so das Ding. Mit Diego sowieso nicht. Wenn er mit seinen... Ja, den Wag hätte ich aber gerne einmal... Danke. Ausgenommen.
Dankeschön. Ein paar Dunkelpilze. So. So. Gut. Dann haben wir hier soweit durch. Jetzt können wir nur noch rauslaufen. Das ist ja nicht so das Problem. Weil jetzt haben wir ja einen freien Weg, weil da, wo wir jetzt rauskommen, da sind wir ja schon lang gegangen mit unserem Helden, wegen Marcos. Deswegen sind ja auch keine weiteren Feinde oder andere Monster oder wilde Tiere, keine Banditen mehr, alles weg. Wir Kraut gar nicht noch mitnehmen. Und ja. Gut. So. Ja, meine Freunde, also ich würde sagen, wir laufen jetzt gechillt zum, ja, wie gesagt, zum Platz. Und ja, Diego ist noch direkt hinter uns, da müssen wir nämlich schön darauf achten, dass Diego auch noch hinter uns ist. Das ist nämlich leichter gesagt als getan, manchmal. Oh, das läuft. Das läuft. Sehr schön. Hätte ich ihn anscheinend direkt mit Bilgot wegbringen können. Na gut. Wenn man zu vorsichtig ist, weil man kennt Bilgot. Wenn der angegriffen wird, das sind 3 Schläge von dem Ork und er ist tot. Und wahrscheinlich sogar nur 1 Schlag. Das weiß man nie. Deswegen. Ja, Diego kommt hinterher. Deswegen. Wir gehen mal an den Baumstumpf vorbei, Mensch. Das ist schon richtig. So, kommen wir hier lang. Und hier haben wir sowieso einen freien Weg. Da haben wir noch ein paar Goblins. Und ein Ork. Gucken, ob der jetzt hinterher kommt. Jetzt töten wir den nochmal. Aber da kommt kein weiterer Ork. Doch. Da kommt er. So. Perfekt. Das läuft 100%ig. Gut. Dann, ja, auf geht's. Würde ich mal sagen. Und ja. Ein paar Orks geschlachtet. Und jetzt müssen wir nur noch den Drachenzepper dort ausweiden. Der sich da. Brauchen wir nicht speichern, weil wir haben Diego dabei. Der haut die so weg. Der hilft mir sogar locker dabei. Aua. Okay, der Drachenstopper wollte erstmal Diego anreifen. Vollkommen in Ordnung. Solange er mich nicht angreift, ist super. Wie viel Leben hat Diego denn noch? 620 Leben hat er tatsächlich noch. Alter Schwede. Das ist nicht mal ordentlich. Also das ist wirklich ordentlich. Gut. Ja, jetzt können wir wieder mal gechillt zum Pass laufen. Ja, besser gesagt zur alten Austauschstelle, denn dort werden wir das erste Mal mit Diego reden. Und wir haben ja auch gleichzeitig seinen Geldbeutel mitnehmen. Also wenn wir nicht so große Probleme haben. So, wir können noch eben einmal ein paar Heiltränke trinken. So. Oh, volles Leben. Das passt schon mal sehr, sehr, sehr gut. So, ja, mal Spiel speichern. Einfach mal zur Sicherheit. Um, ja. Weil da jetzt ein Ork ist.
Ja, komischerweise. Ja. Ja, gut, seine Axt kriege ich nicht, weil er in den Stein gefallen ist, aber meine Güte, ey. Gut. So. Dann gehen wir einmal hier hoch. Holen uns einmal den Trank hier. Hallo Diego, lauf nicht zu weit. So. Und jetzt holen wir uns auch schon die nächsten Orks. Das ist hier Kleinigkeiten, oder? So. Lydia ist auf unserer Seite. Ich mal ganz stark behaupten. Das ist ja wirklich so. Ja. Lieber Diego, willst du nicht mal reden? Weißt du noch, damals, als wir uns hier das erste Mal trafen? Ist eine lange Zeit her. Irgendwas war noch an diesem Ort. Ach, verdammt. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Na, wie auch immer. Den Rest des Weges werde ich alleine zurücklegen. Ich habe da noch einige Dinge zu erledigen, bevor ich nach Korinis zurückgehen kann. Ich danke dir, mein Freund. Wir sehen uns in der Stadt. Ja, wir sehen uns in der Stadt, das werden wir. Wir nehmen natürlich dein Diegos alter Lederbeutel. Den nehmen wir einmal mit, natürlich. Und wir werden natürlich eben einmal den Ork da oben töten. Ist das nämlich auch schon vorüber? Ne? Dann passt das nämlich alles soweit. So, meine lieben Freunde, haben wir das den auch schon erledigt. Jetzt haben wir sozusagen den Eingang zum Minental, oder besser gesagt der Ausgang des Minentals, gesichert. Hier ist keiner mehr, also können wir locker flockig rausgehen. Und nur auf der anderen Seite ist dann halt die Order Hawks. Ich gerade die Horde Hawks gesagt. Nein, ich meine die Horde Orks, die da vor dem Pass steht. Und ja, deswegen gehen wir noch weiterhin durch den kleinen Eingang da. So, meine Freunde, jetzt ist Diego damit beim Pass. Da reden wir jetzt noch einmal mit ihm. So, wir sind da. Den Rest des Weges werde ich alleine zurücklegen. Ich habe da noch einige Dinge zu erledigen, bevor ich nach Korinis zurückgehen kann. Ich danke dir, mein Freund. Wir sehen uns in der Stadt. Sehr gut. Dadurch haben wir jetzt zweimal 500 Erfahrungspunkte bekommen. Und damit haben wir Diego zum Pass gebracht und er kann unbehelligt einfach hier hinaus spazieren und weiter Wege gehen. Und wir, meine Freunde, sehen uns dann gleich wieder in der Kaserne, nachdem wir unser Geld bezahlt haben. Also, bis gleich. So, Leute, meine Freunde, da sind wir auch schon wieder. Wir sind auch schon wieder hier bei in der Kaserne. Wir haben ja, genau, da hier sind wir ja stehen geblieben das letzte Mal. Wir haben jetzt Diego geholfen. Und jetzt würde ich mal sagen, da wir ja schon direkt bei Abujin sind und wir sind im neuen Kapitel, werden wir uns auch direkt dann gleich auch mit Abujin unterhalten. Ich habe eine neue Tabakmischung. Honig, Tabak? Habe ich noch gar schon gegeben, oder nicht? Lass mich deinen Tabak probieren. Das kennen wir doch schon. Das schmeckt ausgezeichnet. Etwas Besseres habe ich noch nie zuvor geraucht. Wie hast du diese Mischung hergestellt? Ich habe den Tabak mit Honig gemischt. Das hast du getan, Vater der Mischkunst. Es wäre mir eine Freude, wenn ich meine armseligen Pfeifen damit füllen könnte. Stopf du mal. Danke, Sohn der Großzügigkeit. Keine andere Mischung wäre so gut wie diese. Alles, was du mir davon bringst, werde ich dir abkaufen. Das ist schön. Kannst du mir eine Weissagung geben? Ja, die Zeit ist vorangeschritten und ich werde dir für ein paar Münzen eine Weissagung geben. Wie viel willst du? Für bescheidene 250 Münzen werde ich für dich einen Blick in die Zeit riskieren.
Ja, 250 Jahre immer, ja. Erzähl mir von der Zukunft. Gut, Sohn des Wissens. Ich werde mich nun in Trance begeben. Bist du bereit? Immer doch. Du wirst erzwingen, was niemandem sonst bestimmt. Über Glut und Schnee, durch Eis und Flammen. Männer in fremden Rüstungen. Ein Sumpf. Echsen. Sie erwarten dich. Und das war alles. Mehr kann ich nicht sehen. Hexenmenschen. Oh mein Gott. Ja, nee, da haben wir auch direkt schon die Weissagung hinter uns. Haben noch ein paar Erfahrungspunkte gesammelt. Haben wir dem guten... eigentlich Lemas... dem guten Koragon eigentlich Lemas Buch gegeben. Ja, da ist es. Lemas Schuldenbuch. Sehr gut. Gut, dann ja, gehen wir mal zurück zu Diego. Denn wir haben ja sein Gold, was wir gerade eben geholt haben in der Mine, im Minental, als wir ihn rausgebracht haben, den guten Diego. Und da wir ja schon mit ihm gesprochen haben, habe ich sein Gold gefunden. Ich habe dein Gold gefunden. Gut, zeig her. Sehr schön. Jetzt kann Gerbrand sich auf was gefasst machen. Pass auf, ich muss mich noch um die Wachen kümmern. Ich möchte, dass du diesen Brief zu Gerbrand bringst. Er ist einer von den fetten Händlern im oberen Viertel. Bestell ihm einen Gruß von mir. Wir treffen uns dann vor Gerbrands Haus. Gerbrand. Ja, den Dings habe ich schon abgegeben. Deswegen haben wir abgegeben, deswegen können wir ja doch rein. Und hallo Gerbrand. Gerbrand hätte ich gerne. Ich soll dir schöne Grüße von Diego bestellen. Was? Wer? Welcher Diego? Und ich soll dir diesen Brief geben. Das kann nicht sein. Nein, ich bin erledigt. Ist er in der Stadt? Wer? Diego natürlich. Ja, ich wollte mich gleich mit ihm hier treffen. Dann ist es aus. Alles ist aus. Ich habe keine Zeit. Ich muss weg. Schnell. Wenn er mich hier findet, ist alles aus. Gibt's was Neues? Was soll das werden? Willst du dich über mich lustig machen? Du und dein Freund Diego haben schon genug Unheil angerichtet. Lass mich in Ruhe. Ja, Diego ist immer mein Freund. So. Ja, geh du mal weg. Und Diego kommt da oben. Ah, der kommt jetzt locker flockig nach oben. Also können wir jetzt gut auf ihn warten. Ja, wir müssen ja eigentlich noch die ganzen Blutkelche hier sammeln. Das werden wir auch noch machen. Das wird dann eine Nacht- und Nebel-Aktion werden. Ja. Das wird ganz lustig, glaube ich. Wenn wir uns hier durch die Nacht schleichen. Die einzige Session, wo wir dann wirklich mal in der Dunkelheit hier rumlaufen. Hallo, Diego. Hey. Ich habe den Brief abgegeben. Sehr gut. Wie hat Gerbrand reagiert? Er war sichtlich geschockt und hat sich sofort aus dem Staub gemacht. Kann ich mir denken. Ich fürchte, ich muss mich erstmal um die Einrichtung meines neuen Hauses kümmern. Soweit ich mich erinnern kann, hat Gerbrand einen fürchterlichen Geschmack. Der Kasten gehört dir? Ja, vom Keller bis zum Dachboden, inklusive der gesamten Einrichtung. Nachdem ich die letzten Jahre nicht standesgemäß gewohnt habe, freue ich mich auf ein weiches Himmelbett. Zum Frühstück gibt's dann guten Wein und einen exzellenten Schinken. Du lässt dir auch nichts entgehen. Darauf kannst du Gift nehmen. Wie ist dir denn das gelungen? Du glaubst doch nicht, dass Gerbrand sein Vermögen auf ehrliche Weise verdient hat. An den ganz schmutzigen Sachen hat er sich natürlich nicht selbst die Finger schmutzig gemacht. Dafür hat er einen Helfer. Natürlich habe ich in der Zeit damals eine ganze Menge mitbekommen. Gerbrand hat mich schließlich abserviert. Er hatte wohl Angst, dass ich zu viel wusste. Davon hast du mir nie erzählt. Du hast mich nie gefragt. Was ist mit Gerbrand? Er hat die längste Zeit das gute Leben genossen. Er hat hier wie die Made im Speck gelebt. Während ich Fleischwanzen-Ragout fressen musste.
Ich habe keine Ahnung, wo er jetzt hin ist. Aber in Korinis kriegt er nicht mehr so schnell ein Bein auf die Erde. Dafür werde ich schon sorgen. Wenn du ihn suchst, würde ich es mal im Hafenviertel versuchen. Ja. Was ist mit meinem Anteil? Mir scheint, du hast noch nicht alles vergessen, was ich dir beigebracht habe. Aber du hast recht. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft. Hier ist dein Anteil. 500 Gold erhalten. Geilo. Finde ich gut. Ja, mein Freund, wir haben ja 20 Wertpunkte. Und die würde ich gerne... Kannst du mir was beibringen? Ja klar. Sag es mir einfach, wenn du soweit bist. Ja, ich möchte gerne... Bring mir was bei. Bring mir was bei. Ich kann dich lehren, geschickter zu werden. Was? Nur Geschicklichkeit? Das ist natürlich jetzt schade. Geschicklichkeit will ich jetzt nicht. Gut. Dann gehen wir doch lieber erstmal, das habe ich ja gar nicht gewusst. Zu Lord Hagen. Den guten Lord Hagen. Ich habe hier was für dich. Ich habe hier nämlich den Brief von Kommandant Garond. Ich bringe der Nachricht von Garond. Hier, diese Zeilen hat er mir mitgegeben. Unsere Lage ist schlimmer, als ich befürchtet habe. Doch berichte du mir von der Situation im Minental. Die Paladiner haben sich in der Burg des Minentals verschanzt und sind von Orks umzingelt. Die Schürferei hat viele Opfer gefordert und es gibt kaum noch Erz. Tja, ich würde sagen, ohne Hilfe sind die Jungs verloren. So sieht's aus. Ich werde einen Weg finden, diese Expedition zu retten. Du hast viel für uns getan. Minos wird dir danken. Ich bin weniger an seinem Dank interessiert, als an seinem Auge. Ja, natürlich. Ich stehe zu meinem Wort. Nimm diesen Brief. Er wird dir die Klostertore öffnen. Sprich mit Pyrokar, dem obersten Feuermagier, und zeige ihm diese Ermächtigung. Er wird dir den Zugang zum Auge Inos gewähren. Eines noch, bevor du gehst. Nimm diese Rune zum Dank von mir. Sie wird dich sicher zurück in die Stadt bringen, wann immer du willst. Cool. Cool, cool, cool. Ja, damit haben wir eine Teleportrune zur Stadt. Teleport zur Hafenstadt. 8. Okay. Das ist erstmal so das Wichtigste, was wir haben können. Gut. Dann haben wir das nämlich soweit hier fertig. Ich finde das so immer schade, dass der, durch den Renderer, dass die Gespräche in den Häusern so leise sind. So richtig da. Und ja, so, und da musst du es eingehen. Lass nicht lieber die Finger. Also. Siehst du mir alles? So zum Beispiel, das ist doch eigentlich... Ah. Und so sprach Hallo Valentino zu seinen Brüdern. Nie mehr sollt ihr mein Land betreten. Gut, dann können wir jetzt heilig. Direkt... Und so soll es sein. Aber der Mensch und das Tier führten... Ja, was können wir direkt machen? Wir können eigentlich direkt einmal Richtung Unas Hof gehen. Ehrlich, ich habe es selbst erlebt. Ja, wir haben jetzt soweit... Du schon wieder! Oh, Wache! Wow, warum hast du mir keinen Schaden gemacht, du Lümmel? Okay. Wache! Warum Wache? Wir sprechen uns noch. Was denn? Ich hab dir nichts getan, Alter. Gib nicht mit dir. Aber ja, wir haben jetzt unsere Freunde, die Suchenden vor uns. Und, ja. Da werden wir jetzt ordentlich reinhauen. So, dann wollen wir hier mal eine Runde speichern. Und dann geht's auch los. Hoppala, falsche Taste. Dann werden wir noch eben den Suchenden hier jetzt auch auf die Mütze hauen. Das? Ein lämmendes Gefühl. Die sterben. Oder wollen wir... Ja, also meine Freunde, wir bleiben jetzt hier. Ich wollte diese Folge jetzt sowieso beenden. Wegen dem Suchenden wollte ich noch zu Ende, also besiegen, und dann wollte ich wieder auf Folge beenden. Also, meine Freunde, in der nächsten Folge werden wir dann
Ja, wir können Stärke, also wir können was lernen. Ich bin jetzt mal überlegen, ob wir Stärke, ich glaube, wir machen eher Stärke und dann Einhand noch mal ein bisschen. Das würde ich machen. Wir haben ja nur durch die Amulette und so haben wir hier jetzt nur Stärke. Hier haben wir 10 Stärke. Da haben wir noch 3 Stärke und da haben wir auch noch mal Ring der Unbesiegbarkeit. Also wir haben 13 Stärke, die uns durch Ringe gegeben wurde. Deswegen, also ist das gar nicht mal so schlimm. Das sind damit dann 58, nee, 48 Stärke haben wir. Das heißt, wir könnten, ja, ein bisschen Stärke können wir noch dazu gewinnen. Also, meine Freunde, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Auch mit dieser kleinen Zeitreise natürlich, um Diego rauszuholen, damit wir natürlich die Erfahrungspunkte noch mitnehmen. Und ja, meine Freunde, wenn es natürlich euch gefallen hat, dann lasst doch gerne eine Bewertung da. Das ist mir gerade nicht so eingefallen, Entschuldigung. Also eine Bewertung da und natürlich könnt ihr gerne, wenn ihr noch weiterschauen wollt, hier über mir einmal mein zweites Projekt Age of Empires euch anschauen. Und natürlich könnt ihr jetzt hier links bei mir noch eben die Playlist zum Söldner und Drachenjäger euch anschauen, falls ihr da noch reinschauen wollt. Und bis dahin sage ich dann erstmal Tschüttle, haut rein, ich bin dein Herz und bis dann.